Heute geht es um D.B. Cooper. Die Geschichte von D.B. Cooper könnte fast aus einem Actionfilm stammen. 1971 entführte ein Mann unter diesem Pseudonym ein Flugzeug. Er forderte Lösegeld in Höhe von 200 US-Dollar und sprang anschließend mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug. Bis heute ist unklar, wer dieser Mann wirklich war und ob er damit davongekommen ist.